Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kena, Brides of Spirit. Wir sind gerade hier angekommen in der letzten Folge und Rod will uns wohl irgendwas sagen. Rod, was willst du denn? Rod? So. Rod, what is going up? Können wir irgendwie mit dir interagieren? Okay, ich glaube, ich kann nicht wirklich mit dir interagieren. Aber wir gucken uns dieses wunderschöne Dorf an. Okay, gut. Oh, hier kann man gar nicht runter. Ich dachte, hier kann man auch runter. Ah ja, nice, gut. Das heißt, hier kann man nur gucken. Was uns wahrscheinlich gar nichts bringt. Also laufen wir einfach mal runter. Und aktivieren währenddessen alles Mögliche, was wir sehen. Denn wir müssen hier neue Rots sammeln. Um wahrscheinlich bald neue Areas zu clearen. So. Ich meine, wir könnten da vielleicht einfach drüber springen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Achso, nee. Ich denke mal, Rot will mit uns reden, aber wer eh nicht. Ja, Leute, heute geht es mir schon viel, viel besser, was meine Erkältung angeht. Meine Stimme klingt immer noch ein bisschen angeschlagen, aber mir geht es einfach schon viel, viel besser. Oh, das sieht nicht gut aus. Das Dorf. Holy moly. Oh, was ist hier los? Okay. Ich nehme mal an, wir müssen ein paar Rots sammeln, um im Endeffekt diese Seuche hier loszuwerden. Mein Controller vibriert, ich weiß nicht warum. Gut, irgendwie können wir hier hoch. Oh ja, okay. Oh, nicht in die Seuche fallen. Okay. Kommen da nicht wirklich hoch. Es funktioniert nicht so wirklich gut. So, was geht ab? Hey, ich sehe keine Rots. Oh, dort sind viele. Oh, nee, das bedeutet, wir müssen kämpfen. Okay. Gut. Okay, okay. So, wir müssen nämlich... die Rots haben gerade noch Angst. Okay, die Rots haben keine Angst mehr. Das heißt, wir müssen sie unbedingt auf die Blumen schicken. Achso, wir müssen ihnen ja helfen. Oh mein Gott, habe ich schon wieder vergessen. Nice. Wo sind die anderen Blumen? Dort hinten. Oh. Okay. Dort hinten ist noch eine Blume. Und hier können wir jetzt weiter, oder was? Nee, können wir nicht. Hä? Aber was ist... Aha, wir können einfach die Rots noch weiter schicken. Okay, wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist geil. Dort haben wir auch noch Rots. Ah ja, wir müssen immer hingehen. Ah, ich vergesse das jedes Mal. Vielleicht hätten wir durchzählen müssen, wie viele Blumen wir sammeln hätten sollen. Oh, die Blume sieht schon nicht mehr so fresh aus. Wie das nie funktioniert mit den... Ja, okay. Ich muss noch ein bisschen an der Steuerung arbeiten, glaube ich. Yay, und da haben wir das Dorf befreit. Das ist doch schön. Okay, es war nicht so schwierig, wie ich gedacht hätte.
Hütewagen, was? Hutwagen? Ich habe jetzt irgendwie. Okay, sieht alles interessant aus. Wir gucken uns hier gleich natürlich nochmal um. Generiere Karma, indem du verdorbene Feinde besiegst, die Umwelt wiederherstellst und Früchte für deine Rot findest. Im Upgrade-Menü kannst du Karma einsetzen, um neue Fertigkeiten freizuschalten. Kena kann ihre Basisfähigkeiten verbessern und ihre Fähigkeiten mit Rot infundieren, um mächtigere Angriffe zu schaffen. Okay. Oh, sorry, ich wollte es gerade aufmachen. Karte, Upgrades, Geister. Okay. Rott. Zusätzliches Karma erforderlich. Rotthammer. Okay. Tritt dem Kampf. Hä, aber das können wir doch schon. Achso, das können wir nur hochleveln. Ah ja, okay. Was haben wir hier noch? Nahkampf. Sprintangriff leicht. Okay. Gegenschlag. Also, das ist ja so und so unser Dings. Ja, wenn man das im richtigen Moment macht. Okay. Ein Wirbelangriff. Okay, interessant. Ah ja, dafür brauchen wir 150 Punkte, dafür brauchen wir 50 Punkte. Wie viel kosten die hier? 100 und... Okidoki, sollen wir das schon mal kaufen, meint ihr? Sprintangriff leicht? Ja, machen wir das einfach mal. Sprintangriff schwer, okay. Na gut, da haben wir zumindest ein bisschen was gekauft. Neuer Rotthut verfügbar. Oh mein Gott, wir können die Rots... Oh mein Gott. Alter. Oh, noch ein Hut. Wetten? Bist du ein Hut? Jawohl. Oh mein Gott, okay. Hallo? Ist es geil? Oh mein Gott. Glaubt ihr, brauchen wir die Kristalle für irgendwas anderes? Ich will den Pilz kaufen. Aber wir kaufen den einfach einmal, oder wie? Warte. Hüte ausrüsten? Ja, genau. Oh mein Gott, wir können jedem anders. Oh mein Gott. Love it. Wie geil. Oh. So, wartet mal. Ich wollte mich hier noch kurz umgucken. Das sieht irgendwie. Ah ja, wir haben noch einen Rott gerettet. Okay, nice. Sehr cute. Oh, hier geht's in die nächste verdorbene Zone. Okay, hier will man nicht hin. Nehme ich jetzt mal an. Gut. Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh mein Gott, hier ist noch Loot. Das ist bestimmt auch ein Hut. Ist das ein Hut? Oh mein Gott. Okay, wir gucken uns hier ein bisschen. Oh, die ganzen Rotz, die einfach auf mich warten, sind nicht cute. Was ist hier los? Oh, nee, was stand da gerade? Warp? Oh. Teleportationspunkte. Rot einen von 24 haben wir hier. Hüte, Blumenschrein, Geisterposten, verfluchte Truhe. Oh mein Gott. Okay. Also wir können uns hier teleporten, nehme ich an. Brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Sehen wir uns doch hier erstmal um. Oh, Essen für unsere Kleinen. Das ist doch immer nett. Hallo, ihr müsst schon kommen essen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Komm mal her, Rotz. Ja. Nice. Ich habe sie gerufen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Was geht hier ab?
Oh, hier können wir noch nicht rein. Okay. Gut, dann gucken wir weiter. Oh, hier ist es immer noch sehr verdorben. Oh. Schade, dass wir hier nichts machen können. Okay. Ich bin verwirrt. Ich dachte, wir könnten hier überall irgendwie ein bisschen crazy stuff machen. Aber nee, wir haben nicht mal das Ganze ansatzweise befreit. Oh Gott. Okay, hier ist noch ganz schön viel. Von hier sind wir hergekommen? Nee, von dort sind wir hergekommen. Was ist hier? Okay, eine Lampe gibt Kristalle. Was hat gerade solche Geräusche gemacht? Okay, ich glaube, wir kommen hier nicht hoch. Okay, ich glaube, das ist nur das Geräusch, wenn die Rotz sich teleportieren. Da oben ist noch eine Dings. Eine Blume. Können wir die nicht irgendwie angreifen? Sieht irgendwie ein bisschen schlecht aus. Oh. Was ist das? Ah, okay. What the fuck? Sehr nice, muss ich schon sagen. Hier gibt es urviel Loot. Das erfreut mich natürlich sehr. Verfluchte Truhe. Okay. Aua! Oh Gott, Alter, was ist mit ihm denn? Da ist noch einer. Okay. Wir müssen eigentlich lernen, die Rot besser einzusetzen. Ne, ich krieg das nicht auf die Reihe. Aua. Aua, das war urschlecht. Ich würde gerne die Rot mehr einsetzen, aber ich krieg das nicht auf die Reihe. Das ist mir physikalisch nicht möglich. Aber okay. Nice. Mehr Loot für uns. Okay. Aber ich war immer noch am gucken, wie wir da hochkommen. Okay, nicht so. Oh. Hier geht's auch weiter. Warum die Feinde nicht automatisch angewählt werden mit den Rot, verstehe ich nicht. Das ist mir ehrlich gesagt unlogisch. Weil dann könnte ich die Rot viel besser einsetzen. Aber so kann ich sie ehrlich gesagt nicht einsetzen. Weil dieses Anvisieren, da brauche ich 80 Jahre, bis wir das hinkriegen. Das ist ein bisschen zu kompliziert für mich. Aber ja gut, gucken wir, wie wir so durchkommen. Im schlimmsten Fall muss ich es nochmal auf leicht spielen. Wenn wir irgendwo gar nicht mehr weiterkommen. Okay. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gelootet, was uns zumindest jetzt mal ins Auge springt. Gehen wir doch einfach mal zu den zwei kleinen Dudes. Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Maybe Zaju can help. He is usually at the Masked Shrine. You'll know when you see the sacred trees. Okay, untersuche den Maskenschrein. Also warte, wir können vorher nochmal kurz hier hingehen. Und noch einen Klee kaufen. Oh, sie sind so cute, Leute. Haben wir hier schon nach hinten geguckt? Ja, hier haben wir uns schon umgeguckt. So. Wie sieht's hier aus? Babbelig. Sehr ungesund. Babbelig sieht's hier aus. Oh, da hinten ist noch weit. Oh, dieses Dorf ist ja riesig. Okay.
not seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Okay. Oh. Taro's Maske. Drücke links, um Geistermaske zu tragen. Schaue durch die Maske, um deinen Weg zu finden. Öffne Geisterbarrieren und enthülle wichtige Objekte in der Umgebung. Geistermasken sind hilfreich, um Rot zu finden, die in der Welt versteckt sind. Oh, okay. Sounds quite nice. Und wir müssen Taro helfen. Oh. Warte. Ah, ich kann mich umgucken. Aber ich kann nicht gehen. Oh, das... Da ist wahrscheinlich irgendwas versteckt. Holy moly, das mag ich aber nicht. Oh, das ist mir sehr unangenehm, muss ich sagen. Wo geht's hier lang? Liebe Rott, wo gehen wir denn jetzt schon wieder hin? Ich meine, wahrscheinlich irgendwo, wo eh wieder eine Barriere auf uns wartet. Ja, okay. Habe ich mir eh fast gedacht, aber... Oh, Alter, diese Geräusche hier immer. Na gut, gucken wir mal. Wir wollten hier runter... Ich wollte hier eigentlich nur eine kleine Runde drehen. Hier einmal rundherum gucken. Ja, hier kommen wir noch nicht durch, ist eh klar. Zum Mountain Shrine. Wieso gibt es hier eigentlich zwei Wege? Wo sind wir hergekommen? Also hier gibt es vor allen Dingen, hättest du viele Wege. Rott verwenden? Oh. Sorry, Leute. Okay, und was macht ihr jetzt, liebe Rottfreunde? Ah. Wir haben einen neuen Rott entdeckt. Hallo? Achso. Oh mein Gott. Die Tasten habe ich noch überhaupt nicht drauf. Nein. Ah, urcute. Cool, wir haben einen neuen Rott entdeckt. Okay. So. Oha. Okay. What the heck? Wie weit können wir laufen? Und was ist da drüben los? Okay. Ja, okay, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Gut, ich glaube, wir haben uns sehr genau hier umgeguckt im Dorf. Ich würde dann noch einmal kurz die Fuchsmaske verwenden und gucken. Oh, hi, er ist immer noch da. Okay, wir können sogar nochmal mit ihm reden. Denn ich habe doch irgendwo... Hier ist noch ein Punkt, okay.
Hier war noch ein irgendwas. Was ist hier los? Leute, berichtet mir doch. Das war doch hier, oder? Ah, hier, bei dem Licht. Okay, okay. Gucken wir, was geht hier ab? Hier ist irgendwas, oder? Hä? Muss ich das verstehen? Nee, ist es auch nicht. Hä? Es wandert immer weiter nach vorne? Okay, jetzt bin ich dann aber verwirrt. Hier ist noch irgendwo irgendwas. Oder auch nicht. Okay, hier? Jetzt bin ich aber langsam lost, ich sag's euch. Okay. Hier geht was ab, aber wir wissen nicht was. Und wir werden es auch nicht so schnell rausfinden. Was ist hier? Hä? Da müssen doch unsere Rot-Aktivitäten aktiviert werden. Warum passiert hier nichts? Hm. Das ist ein bisschen schräg. Na gut. So. Ja, gucken wir hier mal rein. Ich habe zwar gar keinen Bock, aber okay. Hey, is that Taro's mask? Did Zaju give it to you? Maybe you can use it to open this barrier. Okay. Oh. Okay, okay. Ja, die beiden sind eh schon wieder unsichtbar, also es ist eh wurscht im Grunde. Also können wir auch looten ohne Ende. Denn am Ende dieses Weges wird wahrscheinlich so und so irgendwas richtig Schlimmes passieren. Also von daher können wir auch looten. Oh, das ist so ein nettes Dorf irgendwie, aber es ist halt schon total empty. Warum gibt es hier keine neuen Generationen, die hier leben? Das würde mich schon interessieren, irgendwie. Hm. Bisschen strange. Oh. Was bist du? Oh, wir können nichts mit dir machen. Das bedeutet wohl, wir müssen erst lernen, was wir mit dir machen. Nice. Das klingt doch sehr gut. Okay. Hm. Gut. Gehen wir wieder nach unten. Wenn es hier nichts gibt. Ich meine, ich würde jetzt schon sehr, sehr. Hä? Achso, wir waren nur gerade hier unten, oder? Hä? Bin ich irgendwie verwirrt? Okay, ich bin irgendwie lost ein bisschen. Sorry, Leute. Die Lostheit lässt wieder mal grüßen. Ja, ja, hier geht der Spirit lang. Hier waren wir noch nicht, ne? Okay, es hat gespeichert. Wieso? Oh, aber wo tragen wir das hin, Leute? Ich weiß noch nicht, wo wir das hintragen. Am besten dorthin, ja. Nee? Nee? So? Nee? So? Ja. Objekt bewegen. Objekt freigeben. Nice. Okay, wir bringen einfach in das Haus ein. Natürlich. Was denn noch sonst? Interagieren. Klauen wir einfach ein bisschen Geld. Du hast Geisterpost gefunden. Du hast etwas gefunden, das einem Dorfbewohner gehört. Bringe es zu seinem Haus im Dorf. Der Ort ist auf der Karte markiert. Oh. Okay, auch sehr interessant. Can you move that for me? Sehr süß. Aber mir kommt auch die Synchronstimme bekannt vor, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich könnte jetzt nicht sagen von wo, aber sie kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. So, hier waren wir schon. Hier, gucken wir mal hier hinten. Achso, hier waren wir gerade. Okay. Gott, ich bin sehr lost.
Ich würde gerne ein bisschen schneller laufen können. Ich weiß, dieses Lichtding, sie ist nach links gegangen. Nach rechts gegangen, oh mein Gott. Alter Schwede. Hier geht's ganz schön ab. Na gut, das werden wir bestimmt alles noch klären mit der Zeit. Aber bis dahin gehen wir halt mal weiter. Oh, da sind die beiden. Oh Gott, jetzt kommt sicher ein Kampf. Ah, aber die Folge ist schon viel zu lang, Leute. Na gut. It went through here, but we can't get past. Hä? There's more of that nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? Ja gut, okay, dann versuchen wir das. Oh mein Gott. Aber wir speichern vorher. Nein. Spiel speichern. Gut. Dann versuchen wir es mal. Let's go. Wobei, die Folge ist eigentlich schon urlang, Leute. Nein, wir machen das in der nächsten Folge, okay? Versprochen? Also, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.